Meine Freunde, die Deck-Videos gehen weiter. Die Meta ändert sich quasi täglich. Es ist wirklich krass, wie viele verschiedene Sachen du spielen kannst. Was es aber auch ein bisschen schwieriger macht zu pushen. Deswegen bin ich zurzeit auch voll oft im Bruch, weil es einfach nichts gibt, was komplett zu 100% konstant funktioniert. Teilweise machst du mit irgendeinem geilen Deck eine krasse Streak und mit dem gleichen Deck machst du danach auch wieder eine krasse Losing Streak. Das liegt halt daran, dass du momentan super viele Matchups hast, die einfach 100-0 sind. Du weißt, okay, mit dem Deck verliere ich gegen das Deck, mit dem Deck gewinne ich gegen das andere Deck. Boah, was echt brüchig ist, weswegen ich sagen muss, dass ich die alte Royal Ghost Meta jetzt nach einer Woche doch besser fand als die jetzige Meta. Letztendlich kann man zwar sagen, es ist schon gebalanced, weil man so viel spielen kann, aber ihr wisst, gebalanced ist gleich Mini ist teilweise auch echt ein frustrierendes gleich Mini, wenn es dann wieder so viel Glücksspiel ist bei den Matchups. Ich hoffe, dass sich das dann ab Update 8 endlich ändert, wenn es dann ein paar mehr Minis gibt. Heute gibt es aber nochmal ein Wavemaster Deck, das wirklich nochmal um einiges besser ist als das letzte Wavemaster Deck. Ich versuche momentan Decks zu finden, die gegen so viele Matchups wie möglich was taugen. Gegen alle kriegt man es nicht hin, aber zumindest gegen die meisten. Wenn ihr mein Content feiert und nichts davon verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne auf Ehren ein Abo da. Wir starten ins Video, let's go! Und das, meine Freunde der Sonne, ist das Wavemaster Deck. Es ist natürlich wieder ein Deck mit der Banditin. Ja, Wavemaster Banditin ist zurzeit richtig OP. Vor allem brauchst du die Banditin auch gegen andere Banditin-Wavemaster Spieler. Gegen Nature Born ist die Banditin auch stark. Allerdings ist da noch ein Swordsfishman drin, denn der ist quasi Free Win gegen Archer Queen. Wirklich, Swordsfishman hochmachen, rüberwerfen, damit gewinnst du gegen die meisten Archer Queen Spieler total easy. Ice Wizard brauchst du auch gegen gegnerische Banditen. Dark Goblin macht super viel Schaden zurzeit, ist echt geil. Und dazu noch einen Fischer, um den Gegner aus der Backline zu holen. Ihr seht, ich habe damit jetzt gerade auch eine 3er-Streak. Meine höchste damit war, glaube ich, sogar eine 9er. War echt krass. Ich bin jetzt gerade auf 2700 Trophäen. Zurzeit bin ich echt mal am Pushen, mal wieder am Zurückpushen. Das ist echt anstrengend. Ich will am liebsten diese Woche noch auf 3K kommen, weil ich nächstes Wochenende in London bin, danach das Wochenende auf der Gamescom und ich keine Lust habe, im Hinterkopf zu haben, dass ich noch nicht die 3K für den Avatar erreicht habe. Deswegen versuche ich es jetzt gerade. Ja, mal gucken, ob ich es so schaffen kann. Wir spielen jetzt erstmal eine Runde mit dem Deck. Und wir treffen direkt eine Archer Queen. Alles klar. Wenn du auf dem Sonderfeld spielst, was die Queen benutzt, dann würde ich den Swordsfishman immer auf die Seite des Sonderfelds werfen, weil die Queen dahin wirft. Und jetzt kriegen wir ihn einfach nicht. Das ist ein Bruch. Okay, dann erste Runde gar nichts spielen. Das Wichtigste ist der Swordsman. Wir wissen jetzt schon mal, dass der Gegner links spielt. Normalerweise hätten wir die erste Runde easy gewonnen mit dem Swordsman. Das ist eigentlich das Geile bei der Queen, weil du dagegen immer in der ersten Runde mit dem Swordsman gewinnst. Ja, so ist es natürlich ein bisschen ärgerlich. So werden wir die erste Runde vermutlich abgeben müssen. Ist natürlich der typische Vorführeffekt, Freunde. Alles klar, wir wollen den Swordsman. So, den machen wir direkt so hoch, wie wir können. Und das ist natürlich auf 3 Star. Den Ice Wizard spielen wir einfach mal hier neben dem Swordsman und drücken auf Ready. Erste Runde ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. So, er macht nur den Marcher hoch. Ihr seht, der Swordsman wird richtig rasieren. Er hielt sich hoch, der Marcher kann dagegen gar nicht shooten. Wir machen wieder eine Ulti. Okay, er ist unsichtbar, ist nicht schlimm. Unser Wavemaster lebt noch und wir räumen ab. So, das ist halt das Geile. Bisher war es immer ein bisschen Struggle mit Wavemaster gegen Queen, aber mit dem Swordsman ist es einfach richtig geil. So, jetzt wissen wir schon, dass er seinen Ice Wizard neben dem Marcher hat. Das heißt, wir können problemlos noch den Fischer auf die Queen spielen. Dann wird der Marcher auch nicht unsichtbar. Und dann machen wir den Fischer auch direkt so hoch, dass der noch 2 Reihen nach vorne macht. Und dann ist die Queen schon mal vom Marcher abgeschirmt. Zack, er spielt zwar sein Giant Skelly, aber selbst das ist nicht so schlimm, weil wir uns mehr hochhealen, als er uns damaged. Also er damaged uns zwar mit dem Marcher, aber wir healen uns halt die ganze Zeit hoch. So, jetzt müssen wir nur noch an den Marcher ran. Eine Ulti. Und damit ist der Marcher halt schon wieder fast komplett tot. Es ist wirklich geisteskrank. Jetzt können wir halt gucken, was wir machen. Ich persönlich spiele ganz gerne den Dart Goblin jetzt noch hoch. Manchmal spielt der Gegner einen Packer, das könnte dann ein bisschen mies sein, aber ich probiere es jetzt erstmal mit dem Dart Goblin und dann schauen wir mal, was der Gegner sonst noch für 2 Minis hat. Aha, okay. Ah, er hat es mit dem Prinzen versucht. Leider, zu seinem Pech hat es nicht ganz geklappt mit dem Prinzen. Ansonsten hat er sein Ice Wizard auf erste gemacht. Gut, ist auch nicht so schlimm. Unser Swordsman rennt da durch und das ist ein easy 3:1, aber eigentlich wäre es ein 3:0 gewesen, sind wir mal ehrlich, die erste Runde war einfach ein Boxpatch. Also die Queen ist auch wirklich der Hauptgrund, warum ich den Swordsman mit reingepackt habe, weil der halt konstant dagegen ist und Queen mich sonst ab und zu mal gebrochen hat.
ja, letztendlich gegen Wavemaster ist das Deck dann halt so wie die anderen Wavemaster-Banditen-Deck. Da ist es halt so ein bisschen 50-50, aber man kann schon ein bisschen besser abschätzen, was man dagegen machen kann. Kleinen Zeitsprung müssen wir leider machen, Leute. Ich muss das Video nochmal zur Hälfte neu aufnehmen, weil ich leider mein Mikrofon gemutet habe, weil ich angerufen wurde bei der ersten Aufnahme und vergessen habe, das Mikrofon wieder zu entmuten. Gut, so ist es halt. Gehen wir jetzt in die Wavemaster-Runde rein. Mal sehen, wen wir treffen. Wir treffen einen anderen Wavemaster. Das bedeutet, wir können eine Münze werfen, wer gewinnt. Das ist halt gerade das, was genau die Meta beschreibt. Es ist 50-50, es gibt keine Tricks, gar nicht. Es ist entweder du hast Glück mit deiner Bandite und deinem Wavemaster, oder du hast Pech. Und das ist auch der Grund, warum ich die Meta momentan hasse. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Meta findet. Ich hatte eine Umfrage gemacht, da haben die meisten auch gesagt, die Meta ist schlecht. Ich sag ehrlich, das ist meiner Meinung nach gerade die schlechteste Meta in Clash Mini, die wir jemals hatten. Meiner Meinung nach. Es sieht natürlich sehen wahrscheinlich viele anders. Manche, keine Ahnung. Aber ich muss echt sagen, ich hatte noch nie so wenig Spaß gerade an einer Meta wie an dieser hier. Es ist halt mit der Bandite komplett random. Royal Ghost war zwar auch überpowered, ne? Versteht mich nicht falsch, aber beim Royal Ghost konntest du zumindest noch Einfluss auf das Spiel haben, weil du halt wusstest, wie er läuft, was er macht und so weiter. Und bei der Banditin ist es halt maximal random. Entweder du hast Glück, die Ulti geht vernünftig, oder du hast Pech, die Ulti geht gar nicht. Also es ist halt da komplett random. Deswegen werde ich auch, kann ich euch jetzt auch schon mal als kleine Ankündigung sagen, nur noch bis 3K spielen und danach bin ich erstmal 2 Wochen aus Clash Mini raus. Dann wird es auch eine Tierlist geben oder sowas und bis zum nächsten Meta werde ich dann keine einzige Runde mehr spielen. Ich will nur den Avatar haben, diese Season. Der Rest ist mir eigentlich egal. So, wir haben die Bandite schon hochgemacht. Er hat sie auf 1-Star, wir haben sie auf 3-Star. Heißt allerdings noch nicht, dass wir gewonnen haben. Allerdings haben wir Glück gehabt, dass wir durch die Bandite und den Wavemaster gehen und deswegen haben wir gewonnen. Er hätte sogar mit der 1-Star-Banditin gewinnen können, wenn die halt durch meinen Wavemaster und durch meine Banditin gegangen wären. Und das ist die Meta gerade. Gegen andere Matchups kann man halt so ein bisschen gucken, aber hiergegen ist es halt Bullshit. Dann gibt es halt noch andere Decks, die halt absolut gegen den Wavemaster was bringen. Aber da hast du halt andere Matchups, die komplett Bullshit sind. Also letztendlich kommt es momentan wirklich nur auf Matchups an. Und ich nutze dieses Game einfach mal kurz, um mich auszukotzen. Oh, damit auch mal die Leute auf YouTube merken, wie sehr ich die Meta gerade nicht mag. Auf YouTube kommt alles immer so geil rüber, wenn man halt da nur diese Momentaufnahmen hat. Aber egal, wollte ich einmal gesagt haben, so, er hat einen E-Wizard. Ist eigentlich sogar ganz geil, dass er einen E-Wizard hat. Ist gut für unsere Bandite, wenn wir einmal unsere Ulti rausbekommen, kriegen wir mehr Energie. Sieht allerdings schlecht aus, weil wir gerade einen Permastun haben. So, seine Bandite geht durch unseren Wavemaster und die Banditin und damit sieht es ziemlich schlecht aus, wollte ich sagen. Geht sogar, ja, er kriegt eine permanente Ulti. Können wir halt noch Glück haben, dass wir es in der Overtime machen, aber nee. Hab gerade gesehen, sah eigentlich für uns viel besser aus. Er gewinnt es halt trotzdem. Es ist halt wirklich komplett, es ist halt einfach komplett Luck. So, was wir jetzt machen können, ist zumindest noch einmal versuchen, den E-Wizard rüber zu holen. Gut, kriegen wir nicht hin. Wir haben leider den Fischer nicht auf 1 da. Aber dann werden wir das so probieren. Mal gucken. So, er spielt E-Wizard Hexe. Letztendlich spielt er super viele Energie-Minis, was halt gut für uns ist. Das ist halt mal eine Runde, die können wir gewinnen, weil er halt wirklich einfach mal nicht so krasses Deck hat. Kommt halt aber auch darauf wieder an, wie seine Bandite trifft. Das sieht jetzt aber ganz gut für uns aus, weil er halt viele Energie-Minis hat. Aber wenn normales Wavemaster-Matchup ist halt komplett 50-50, Digga. Ich habe auch übrigens in den letzten 48 Stunden, habe ich über 20 Stunden Clash Mini gespielt. Digga, das ist mehr gefüllt, als ich in der letzten Season insgesamt gespielt habe. Und ich habe minus 50 gepusht. Ich hatte teilweise wirklich 10er-Streaks dabei, aber dann einfach so oft Counter-Matchups getroffen, dass ich nichts machen konnte. Gar nichts. So, machen den Dart Goblin hoch und machen jetzt unseren Fischer hoch und zwar auf 3 Gegner pullen. Er spielt einen Prinz, hat ihm aber nicht ganz viel gebracht. So, wir gehen schön mit unserer Bandite durch alles durch. Allerdings hat er alles gerade gar keine Energie aufgeladen, ist jetzt die Frage. Perfekt, Energie ist aufgeladen. Wir haben wir hätten eine permanente Ulti, wenn der E-Wizard. Und der Wave hat sich gesagt, komm, der Dart Goblin, er macht es. Jeez, let's go. Ja, Freunde, immerhin noch eine schöne Runde aufgenommen. Wie gesagt, es ist halt gerade alles nicht geil. Die große Frage an euch, wie findet ihr die Meta? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe mich jetzt ausgesprochen, tat auch mal ganz gut, die Runde dafür zu nutzen, damit auch die YouTube-Leute sehen, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Momentan wirklich, ich mache den Stream an und habe schon vor dem Stream keinen Bock zu spielen. Ich hoffe, dass sich das in der nächsten Meta im September wieder ändert. Gut, dass bald Disney Lorcana rauskommt. Da habe ich dann zumindest Bock drauf. Jetzt Clash Mini ist gerade so schleppend. Echt schade, weil das No Movement mega geil ist. Ich dachte, nach dem Update wird es einfach unfassbar geil. Und dann kommt so eine Balance. Kannst du dir nicht ausdenken. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.